möchte ich jetzt gerne den Mickey Wiese vorstellen. Mickey ist hat einen wunderbaren Berufstitel. Mickey ist nämlich Eventpastor und Life Coach. Und was immer wieder vergessen wird, Mickey ist auch ein wirklich, wirklich guter Musiker. Also ich kenne den Mickey Wiese schon aus der Zeit, als er noch 16 Jahre alt war und in einer Band gespielt hat. Und ich kann das nur sehr empfehlen, also mal zu hören, was er so für Musik macht. Vielleicht ergibt sich da auch mal bei einer Live-Sommerakademie wieder die Möglichkeit, Mickey, dass du uns etwas vorspielst. Mickey ist Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für positive Psychotherapie und sehr engagiert dabei. Und ich gebe jetzt einfach, dass ich deine Zeit nicht zu sehr beschneide, lieber Mickey, gebe ich jetzt das Wort an dich weiter. Bitte schön. Ja, vielen Dank, liebe Birgit, für diese netten Einführungsworte. Es müsste jetzt gleich die Folie auch richtig zu sehen sein. Jawohl, da seht ihr sie. Auch ich muss 10 Sekunden lang den Hinweis der Landesärztekammer Hessen zur Transparenzerklärung zeigen. Ja, die Birgit hat es eben schon gesagt, Mickey Wiese, ich bin evangelischer Diplom-Theologe und nenne mich Eventpastor. Und ich habe die Ausbildungen zum positiven Konfliktberater und zum positiven Paar- und Elternberater 2005 bis 2007 an der Paritätischen Akademie gemacht, bei Birgit Werner und bei Gunther Hübner. Und ich habe einen sehr persönlichen Bezug zum Thema meines Vortrags oder meines kurzen Impulsreferats, denn ich habe selber Adipositas, beziehungsweise ich bin adipös. Und ich gehöre damit zu einer immer größer werdenden Gruppe von Menschen in Deutschland und weltweit. Betrachtet man nämlich die erwachsene Gesamtbevölkerung in Deutschland, dann stellt man fest, dass der Anteil übergewichtiger oder adipöser Personen bei 60% liegt. Bevor wir da aber jetzt weitergehen, natürlich erstmal die grundlegende Frage, worüber reden wir eigentlich? Was ist denn überhaupt Adipositas? Ganz schmal und grundlegend ist Adipositas definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Das ist griffig, das klingt cool. Aber das sagt uns natürlich überhaupt nicht, woher kommt das, warum ist das da, was hängt damit zusammen, was ist da in einem Menschen los. Aber weil eben wir gerne solchen Schmalspur- und eindimensionale Definitionen haben, ist die Beurteilungsgrundlage für die Gewichtsklassifikation im Moment immer noch offiziell der Körpermassenindex, der Body Mass Index, kurz BMI. Das ist der Quotient aus Gewicht und Körpergröße zum Quadrat. Und das Interessante finde ich immer, dass der BMI gar nicht aus dem medizinischen Bereich kommt. Der wurde nämlich von dem Astronomen, Mathematiker und Statistikexperten Adolf Quetelet erfunden für die erste Volkszählung in Belgien 1846. Und er war darauf gekommen, als er den Brustumfang von 6000 schottischen Soldaten vermessen hat und daraus dann irgendwie eine Normalverteilung aufgestellt hat. Gemäß dieser Geschichte gibt es natürlich viele berechtigte Kritik am BMI, weil er eben nur einen einzigen Aspekt abbildet. Aber trotzdem gilt er eben bis heute als offizielle Klassifizierungsrichtlinie für die Krankheit Adipositas. Und ich habe das mal nebenan geschrieben, um das mal an meinem eigenen Beispiel zu verdeutlichen. Ich bin 1,90 Meter groß. Laut BMI bin ich ab 94 Kilogramm Körpergewicht übergewichtig. Ich wiege im Moment 97 Kilogramm, also bin ich übergewichtig. Nicht mehr viel weiter, schon ab 108 Kilogramm hätte ich Adipositas Grad 1, ab 126 Kilogramm Adipositas Grad 2 und ab 144 Kilogramm hätte ich die schwerste Form der Adipositas, nämlich den 3. Nun liegt der Anteil solcher extrem adipösen Erwachsenen mit Grad 3 in Deutschland etwa bei 1%. Das klingt noch nicht so viel, aber wenn wir das hochrechnen auf die Gesamtbevölkerung, dann
entspricht das rund 650.000 Menschen, die an extremer Adipositas leiden. Und wenn man dazu noch bedenkt, dass diese Angaben auf dem Mikrozensus von 2013 beruhen und dass der wiederum auf mündlichen Befragungen beruht und dass die eigene Körpergröße immer wieder überschätzt wird und das Gewicht unterschätzt wird, dann dürfte die Realität im Jahr 2020 noch weitaus dramatischer aussehen. Aber schon der hier sichtbare Befund in der Entwicklung der drei Adipositas gerade im Laufe der Jahre zeigt ein erschreckendes Bild, nämlich während der Anteil Übergewichtiger über die Jahre hinweg mit 36% ungefähr nahezu konstant geblieben ist, ist der Anteil der Adipösen dramatisch gestiegen in den letzten Jahren. Und dies am stärksten in den oberen Adipositasgraden. Der Anteil Erwachsener mit Adipositasgrad 2 hat sich von 1999 bis 2013 um 75% erhöht. Und der Anteil Schwerstadipöse hat sich in diesen 14 Jahren verdoppelt. So, zurück zu meiner eigenen Geschichte. Sie sehen es ja, oder ihr seht es ja auf den Bildern. Als ich im November 2017 einen Magen-Bypass bekam, wog ich 154 Kilogramm, hatte also einen BMI von 43 und hatte mehrere Bandscheibenvorfälle hinter mir, eine beginnende Niereninsuffizienz, Bluthochdruck und einen seit 17 Jahren schwer einstellbaren Diabetes Typ 2. Ich habe täglich 300 Einheiten Insulin gespritzt, plus zweimal eine 1000er Metformin und trotzdem immer noch HbA1c-Werte von 11, 12, 13 gehabt. Und all das kann man aber eben nicht eindimensional beschreiben mit so einem kleinen BMI-Wert. Ne? Dazu habe ich im Leistungsbereich unglaublich viel gemacht. Ich habe 2017, glaube ich, alle Diäten dieser Erde gemacht, seit ich 8 Jahre alt bin. Und habe mir natürlich auch damit meinen Stoffwechsel systematisch und nachhaltig zerstört. Auch das sind Dinge, die der BMI nicht darstellen kann, die aber doch wesentlich zur Adipositas dazugehören. Adipositas ist eine multifaktorielle Krankheit. Und wenn man das immer nur eindimensional darstellt, dann muss man sagen, so wie ich es selber auch erlebt habe, auch wenn ich ein durchaus glücklicher und selbstbewusster Dicker war, hatte ich doch jahrelang unterschwellig durch diese Eindimensionalität immer das Gefühl, irgendetwas machst du falsch. Wenn ich nur ein klein wenig disziplinierter wäre, ein bisschen mehr dieses, ein bisschen weniger jenes, dann müsste ich doch von der Adipositas loskommen. Also noch eine Schulung, noch eine Diät, noch ein Sportprogramm. Und die Modelle und Betrachtungsweisen der positiven Psychotherapie haben mir dann schließlich geholfen, meine Krankheit besser einzuordnen und daraufhin dann geeignete, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Und darum habe ich den Impuls, den ich heute an euch weitergeben darf, genannt: Der Mensch ist gut, Adipositas und positive Psychotherapie. Das positive Menschenbild, das wir ja schon ein paar Mal haben anklingen hören, das im Titel meines Vortrags anklingt, der Mensch ist gut, ist eine der Grundannahmen der positiven Psychotherapie. Und das Positiv bezieht sich dabei, und ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, auf das lateinische Positum, das Gegebene, das, was tatsächlich vorhanden ist. Die Sichtweise der positiven Psychotherapie ist nicht primär auf eine bestimmte Störung gerichtet, die es zu beseitigen gilt. Also ich werde nicht einfach nur als ein auf die Adipositas reduzierter Mensch gesehen, sondern ich werde gesehen mit all meinen tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten im Umgang mit diesem und anderen Konflikten. Selbsthilfepotenziale werden erfasst und werden mobilisiert. Ich bin nicht einfach nur adipös, weil ich einen BMI von 43 habe, sondern ich bin sehr viel mehr. Der Mensch ist gut. Im Sinne des Konzepts der positiven Psychotherapie bedeutet das einfach zunächst, dass jeder Mensch, auch das haben wir schon gehört, ohne Ausnahme diese zwei Grundfähigkeiten besitzt: die Erkenntnisfähigkeit, ne, mittels derer er die Welt wahrnimmt, mittels derer er lernt, er versteht, und die Liebesfähigkeit,
mittels derer er zur Welt emotionale Beziehungen aufnimmt. Das heißt, der Mensch ist gut, ist keine allgemeine moralische Bewertung, sondern es wird danach geschaut, wie bin ich so geworden, wie ich bin? Was sind die Bedingungen meines Körpers, meiner Umwelt, die Zeit, in der ich lebe, in der sich diese Grundfähigkeiten, die ich habe, ausdifferenziert haben und zu einer unverwechselbaren Struktur meines Wesens geführt haben? Und das ist so unglaublich, diese ganzheitliche Sicht ist so unglaublich entlastend, wenn man spürt, dass man als Mensch akzeptiert wird, so wie man gegenwärtig ist und nicht immer schon so, wie man sein sollte. Und trotzdem, während man akzeptiert ist, so wie man ist, ja, wird einem auch angeboten, was für Möglichkeiten man noch hat. Aber erst danach, erst wenn die Verbundenheit hergestellt ist, wenn man spürt, dass man akzeptiert worden ist, dann wird auch nach den unbekannten, verborgenen, durch die Krankheit verschütteten Fähigkeiten gesucht. Und das hat mich immer begeistert, dass man in diesem Sinne auch Krankheitsbilder ganzheitlich, also positiv deuten kann. Auch davon hatten wir es schon, Arno hat davon erzählt. In jeder Krankheit stecken nicht nur krankmachende, sondern eben auch gesunde Aspekte. Und damit sind wir dann bei dem erweiterten Titel des Vortrags, der Mensch ist gut, jetzt mit Doppel-S. In seinem Buch Psychosomatik und positive Psychotherapie macht Nostal Pesecin eine positive Umdeutung der Adipositas und sagt, Adipositas ist die Fähigkeit, sich hier und heute etwas Gutes zukommen zu lassen. Und das war toll. Wenn man das hört, dann klingt das doch als Ausgangspunkt dafür, die Adipositas in ihren unterschiedlichen Aspekten zu verstehen, schon sehr viel besser als das, was die meisten adipösen Menschen sowohl von ihrem privaten Umfeld als auch von ihrem medizinischen Umfeld immer wieder zu hören bekommen. Von bis hin zu dumm, faul, ekelhaft kann man da alles zu hören bekommen. Und damit ist der Adipöse im Grunde genommen doppelt stigmatisiert. Zum einen, weil er so ist, wie er ist, und zum anderen, weil er eben nicht so ist, wie er sein sollte. Und in der Gesellschaft wird dann immer ganz viel vermutet, warum Menschen ein hohes Gewicht haben, von Bewegungsmangel über Zeitmangel, über Süßigkeiten und fehlerhafte Ernährung und dergleichen mehr, wird da irgendwie alles an Gründen vermutet. Und dann wird gesagt, so, und jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt strengt euch mal mehr an. Und ja, viele dieser Dinge sind durchaus Aspekte des Gesamtbilds der Adipositas, aber in der Regel sind es doch nicht die Ursachen. Und damit sind sie eben auch nicht die Lösung. Wenn Adipositas eine multifaktorielle Krankheit ist, dann braucht es eben auch eine multifaktorielle Betrachtungsweise und eine multifaktorielle Therapie. Und das kann eben das Balance-Modell bieten. Das Balance-Modell, das ein weiteres zentrales Modell der positiven Psychotherapie ist und das kurz gesagt, auch das kann man nicht oft genug wiederholen, Folgendes bedeutet, Pesecin hatte beobachtet, dass es eben im Wesentlichen diese vier großen Lebensbereiche gibt, in denen der Mensch lebt und wirkt. Und dass diese Bereiche seine ganze Lebenszufriedenheit, sein Selbstwertgefühl, seinen Umgang mit Konflikten und Herausforderungen im Hier und Jetzt prägen. Und auch dieses Modell basiert natürlich wieder auf dem positiven, dem ganzheitlichen Menschenbild der positiven Psychotherapie. Ich habe mal gelesen, das fand ich sehr schön, dass man hier auch von den biologisch-körperlichen, den rational-intellektuellen, den sozio-emotionalen und den geistig-spirituellen Sphären und Fähigkeiten des Menschen sprechen kann oder eben auch von diesen Aspekten einer Krankheit und ihrer Genese. So, die Balance der Lebensenergie, gleichmäßig verteilt auf die vier Bereiche Körper, Leistung, Kontakt und Sinn, stellen natürlich eine günstige Bedingung für Gesundheit und Widerstandsfähigkeit dar. Das heißt, das Ziel ist es also, eine Wiederherstellung hinzubekommen oder überhaupt erstmal grundlegend eine Erstellung von Ausgewogenheit in diesen vier Bereichen, weil eben eine länger andauernde Einseitigkeit
immer wieder zu Konflikten und Krankheiten führen kann. Und so will ich dieses Balancemodell heute eben auch nutzen, um die Adipositas zu beschreiben. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. Weil für mich eben Geschichten einfach die Dinge viel deutlicher machen, als es durch eine Definition je werden könnte. Und es ist die Geschichte von den Schaulustigen und dem Elefant. Das ist für mich die Grundlagengeschichte für das Balancemodell. Ich will sie heute mal in der Version der sieben blinden Brüder erzählen. Vielleicht kennen das einige von euch schon. Da lebte eine arme Witwe mit ihren sieben Söhnen im tiefen Dschungel und alle Söhne waren blind auf die Welt gekommen. Und eines sonnigen Morgens saßen die sieben also da vor ihrer Hütte und haben die warmen Sonnenstrahlen genossen. Und da springt auf einmal der jüngste der Brüder, der besonders abenteuerlustig war, auf die Beine und sagt: Mensch, lasst uns doch einen Spaziergang in den Dschungel machen. Ich bin's müde, hier Tag für Tag einfach nur rumzusitzen. Na, der älteste der Brüder, der war eher der vorsichtige Typ und auch praktisch veranlagt. Und er hat dann gleich gewarnt: Naja, wir könnten uns ja verirren oder irgendwo runterfallen, uns verletzen. Und dann kam der mittlere dazu und sagt: Mensch, wir gehen einfach in einer Reihe. Wir schließen uns zusammen, einer hinter dem anderen, halten uns an den Schultern vom Vordermann fest und dann können wir erstens nicht getrennt werden und können uns gegenseitig warnen, wenn uns irgendwas in den Weg kommt. Also gesagt, getan, sie gehen los und gehen in den Dschungel. Und als sie schon so ungefähr eine halbe Stunde gewandert waren, hatten sie schon fast das Gefühl, sie könnten jetzt alles machen und überall hingehen. Da hält der älteste Bruder, der als erster ging, natürlich plötzlich an und sagt: Mensch, hier kommen wir nicht weiter. Das ist das Ende des Pfades. Eine mächtige Mauer versperrt den Weg. Die anderen Brüder tasteten sich nach vorne, um auch die Wand zu berühren. Und da rief der zweite Bruder auf einmal: Nein, 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 das stimmt doch gar nicht, mein Bruder. Da ist doch gar keine Wand. Das ist ein Baum. Ich kann ihn mit meinen Armen umfassen. Der dritte Bruder streckt seine Hand aus, um nach dem Baum zu greifen und ruft: Also dein Baum, der stellt doch gar kein Hindernis dar. Ich kann ihn ja mit einer Hand fassen. Tatsächlich gleicht er mehr einem Seil als einem Baum, denn er hängt von oben herab und man kann ihn bewegen. Ein anderer streckte sich so hoch er konnte, um das Seil zu ergreifen, doch stattdessen berührte etwas, das so breit, flach und weich war. Das ist doch kein Baum, sagte er. Doch ein Baum, und es muss ein riesiger Baum sein, denn die Blätter sind so groß wie das Kopftuch unserer Mutter. Kommt noch ein Bruder und will das Geheimnis lüften, worum es sich handelt, was sich in den Weg versperrt, und drängt sich nach vorne. Seid vorsichtig, meine Brüder, ruft er. Das ist eine Schlange, so dick wie unser Arm, und sie wird uns sicherlich beißen. Und so greift jeder nach dem Objekt und gibt eine andere Meinung ab. Doch plötzlich hören sie hinter sich den Laut herbeieilender Schritte und die Stimme ihrer Mutter, die ihnen verzweifelt zuruft: meine Söhne, lauft um euer Leben. Ihr seid auf einen Elefanten gestoßen. Und nach dem Blick in seinen Augen zu urteilen, ist er sehr zornig über eure Störung. Eine wunderbare Geschichte, ja, die für mich ganz viel mit der Adipositas zu tun hat, denn die einzelnen Aspekte der Adipositas sind auch schnell ertastet. So mit dem BMI, ich habe schon gesagt, hat man ein griffiges Modell. Ja, es gibt einige Symptome, die man als zur Adipositas zugehörig erkennen kann. Und dann wird ganz schnell daraus auf das Ganze geschlossen. Aber eigentlich müssen wir sagen, dass wir in Bezug auf die Adipositas immer noch vielfach blind sind. Dass wir längst noch nicht alles in den Blick genommen haben. Wir sind die meisten Menschen, die einem im Alltag begegnen, die verhalten sich aber so wie die blinden Brüder und negieren einfach ihre Blindheit und tasten einfach rum und geben dann ganz schnell eine Meinung dazu ab, wie das mit der Adipositas geht. Und meistens verordnet man die Adipositas eher im Bereich Leistung. Es geht um Energiebilanz, weniger essen, mehr verbrauchen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann das eigentlich nur an Willensschwäche liegen, vielleicht auch irgendwie an einer Suchtstruktur oder so.
Und diese simplifizierenden Aussagen hören Adipöse nicht nur von ihren Mitmenschen im Alltag, sondern leider eben auch aus weiten Teilen des medizinischen Bereichs, also von Menschen, von denen sie sich ja gerade Hilfe erwarten. Und es gibt dabei, wie gesagt, viele durchaus gute Ideen, die aber meistens doch zu kurz greifen. Und wenn du zum tausendsten Mal gesagt bekommst, essen Sie einfach mehr Salat und machen Sie mehr Sport, dann befeuert das nur wieder einmal mehr die Schuldfalle, in der du ohnehin schon feststeckst. Und wenn dir dann noch so eine gärtenschlanke Ernährungsberaterin, die nie in ihrem ganzen Leben auch nur ein einziges Gramm Fett zu viel gehabt hat, einen kleinen Joghurt ins Gesicht streckt und verklärt lächelnd sagt, und wenn ich mal ganz viel Hunger habe, dann esse ich einen ganzen Becher auf. Und dann bin ich aber auch stundenlang pappsatt. Ist das nicht himmlisch? Und dann will ich am liebsten einfach nur schreien, nein, du hast keine Ahnung, welches Feuer in mir brennt. Und dieser kleine Joghurtbecher ist für mich die Hölle. Und ich musste 50 Jahre lang warten, und ich bin dabei beileibe kein Einzelfall, bis ich auf meine Ärztin, Frau Dr. Weiner im Frankfurter Nordwestkrankenhaus traf, die mich bei unserer ersten Begegnung schon mit den Worten begrüßt hat, ich will Ihnen gleich mal etwas sagen. Sie sind nicht schuld, Sie sind krank. Und dieser einfache Satz hatte mich so sehr getroffen, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, weil endlich mal jemand vom Fach meinen Zustand in den richtigen Bereich einordnete, weg vom Leistungsbereich hinein in den Körperbereich. Und ich habe gemerkt, ich habe die Adipositas von der falschen Stelle aus angegangen. Ich habe versucht, im Leistungsbereich mit Diäten und Sport und dergleichen mehr ein Problem anzugehen, das im Körperbereich angesiedelt ist. Nun will ich aber auch den Medizinern, die mir jahrelang Gutes tun wollten, keine Schuld nur meinerseits zuschieben. Man sagt ja, in der Medizin verdoppelt sich alle 5 Jahre das Wissen, beziehungsweise die Hälfte wird überholt. So die Funktion des Dünndarms war zum Beispiel bis in die Mitte der 70er Jahre unbekanntes Gebiet. Dann entdeckte man das GLP-1-Hormon und viele, viele andere. Und man merkte zunehmend, dass der Körper Dinge von alleine macht, die wir nicht bewusst steuern können. Und wenn man sich erst einmal 20 Kilogramm Fettzellen zugelegt hat, dann reagieren die wie ein selbstständiges Organ, das nicht mehr dem Willen unterworfen ist. Und nur einer von 100 vielleicht schafft es, das auch wieder abzunehmen. Für den Rest ist es tatsächlich unmöglich. Man weiß, dass das Körpergewicht extrem kompliziert reguliert ist. Alle Organe reden von früh bis spät miteinander und das tun sie, um letztendlich das Körpergewicht zu halten und um uns vor dem Hungertod zu bewahren. Und da gibt es ganz viele Hormone und je mehr man forscht, desto mehr bekommt man heraus. Und man findet immer mehr Hormonwege, immer mehr Kommunikationswege und Systeme, wie die Hormone miteinander kommunizieren und zusammenhängen. Und gemäß dem alten Sprichwort, viele Köche verderben den Brei, kann es tatsächlich auch im komplexen Zusammenspiel der 126 Hormone zu stille Posteffekten kommen und der Stoffwechsel gerät aus der Balance. Man weiß auch, dass eine Darmkeimveränderung bei der Adipositas eine Rolle spielt. Adipositas kann auch genetische Ursachen haben. Das alles ist ein ganz spannender und noch recht junger Forschungsbereich der Medizin. Und es ist ein wichtiger Forschungsbereich, denn wir wissen auch, dass Adipositas ein zunehmendes Gesundheitsproblem auf der ganzen Welt ist. Die OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sagt, heute stellen auf dem Gebiet der OECD übergewichtige und adipöse Menschen die Mehrheit. Die Adipositas-Epidemie breitet sich weiter aus und in keinem OECD-Land gab es seit Beginn der Epidemie eine Trendwende. Die WHO sagt, Adipositas ist eine chronische Krankheit, die in entwickelten Ländern und in Entwicklungsländern gleichermaßen verbreitet ist und Kinder wie Erwachsene betrifft. Und die EMA, das ist die Europäische Arzneimittelagentur, die sagt, Adipositas ist als chronisch-klinische Erkrankung anerkannt und gilt als Ergebnis des Zusammenspiels genetischer, metabolischer
umwelt- und verhaltensbedingter Faktoren. Sie erhöht die Morbidität und die Sterblichkeit. Weltweit ist die Adipositas also seit dem Jahr 2000 spätestens als anerkannt. In Deutschland musste das 2003 vor dem Bundessozialgericht erst erstritten werden, was weltweit gilt. Und nachdem das Europäische Parlament in einer Resolution von 2006 die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, Adipositas offiziell als chronische Krankheit anzuerkennen, hat der Deutsche Bundestag im Juli 2020, also vor ein paar Monaten, die Adipositas auch als eine chronische Krankheit anerkannt. So, dabei ist das klar und deutlich definiert, was eine chronische Erkrankung ist. Ja, das kann man in der Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses nachlesen. Da steht unter § 2 Absatz 1, eine schwerwiegende chronische Krankheit gilt als regelwidriger körperlicher und geistiger Zustand, der Behandlungsbedürftigkeit zur Folge hat. So, das trifft auf die Adipositas ganz sicher zu. Es handelt sich um einen regelwidrigen körperlichen Zustand und er hat eine Behandlungsbedürftigkeit zur Folge. Letzteres lässt sich zum Beispiel klar und deutlich an den Kosten der Adipositas-Behandlung ablesen. Gemäß der Deutschen Adipositas-Gesellschaft entfallen 10,7% der Gesundheitsausgaben in Deutschland auf die Behandlung der Folgen von Adipositas. Und das entspräche für das Jahr 2019 einem Betrag von unglaublichen 40 Milliarden Euro. All das könnte minimiert werden, wenn man in diesem Bereich mehr forschen würde und eine ausgewogene Therapie anbieten könnte. Im zweiten Absatz desselben Paragraphen übrigens wird weiter ausgeführt, dass eine Krankheit dann schwerwiegend chronisch ist, wenn sie wenigstens ein Jahr lang, mindestens einmal pro Quartal ärztlich behandelt wurde. Und auch dieser Aspekt trifft auf die Adipositas ganz sicher zu. Ich hatte es vorhin ja erzählt, ich habe mich seit 50 Jahren damit herumgeschlagen. So, jetzt bin ich also operiert worden. Bei einer bariatrischen Operation, wie man da sagt, eine Operation am Magen, wird nun in diese ganzen verschiedenen Mechanismen der Hormonsteuerung, die ich eben verdeutlicht habe, eingegriffen. Es ist ja, wie gesagt, eine hormonell gesteuerte Krankheit. Und da werden zum einen die Hormonproduktionsstätten im Magenfundus, also so im oberen Teil des Magensacks, werden entfernt. Und zum anderen wird der Zwölffingerdarm, in dessen Schleimhaut der Diabetes Typ 2 entsteht, umgangen. Es wird ein Bypass gebildet. Und das funktioniert in der Regel auch. Noch am Tag vor der OP habe ich 300 Einheiten Insulin gespritzt. Und seit dem Tag nach der OP bis heute habe ich keinen einzigen Tropfen Insulin mehr gespritzt. Bei gleichbleibend guten HbA1c-Werten von 5,5. Und nach der Operation, das habe ich hier auf der Folie mal stehen, verändern sich in Folge auch ganz viele andere Dinge im Körper zum Guten. Aber eben nur im Körper. Und wenn man dabei stehen bleiben würde, dann wäre man auch wieder eindimensional und würde nur einen Aspekt betrachten. Ich konnte infolge des chirurgischen Eingriffs zwar innerhalb eines einzigen Jahres ca. 95% meines Übergewichts verlieren, aber was dann? Denn so wundersam das ja auch alles klingen mag, Chirurgie ist kein Zaubertrick. Meine Ärztin hat meinen Bauch operiert, aber nicht meinen Kopf. Das heißt, sie hat an einer Stelle meines Systems eingegriffen und Dinge zum Besseren verändert. Und nachdem der Körper das ausbalancierte System nicht immer nach unten zieht, habe ich jetzt die Chance, auch die anderen Bereiche des Balance-Modells auf einem höheren Niveau als früher auszubalancieren. Aber das muss eben auch passieren. Multifaktorielle Krankheit braucht multifaktorielle Therapie. Und auch da hilft eben das Balance-Modell, achtsam auf dem Kurs zu bleiben. Ich achte auf meinen Körper mehr als jemals zuvor. Ich halte mich an die Ernährungsvorgaben meines Adipositas-Zentrums. Ich nehme lebenslang zusätzliche Vitamine. Ich mache Nachsorge lebenslang. Einmal im Jahr werden alle meine Blutwerte und Vitaminstatus gecheckt. Ja, ich mache Sport. Ich merke plötzlich, dass mir der Sport nicht nur Spaß macht, sondern auch, dass ich Wirkungen in meinem Körper spüre, die ich vorher nicht gespürt habe. Ich habe einen
ausgewogenen Tagesrhythmus entwickelt, den ich früher als spießig oder langweilig bezeichnet hätte, aber der meinem Körper gut tut. Dann im Leistungsbereich bin ich wieder viel aktiver geworden. Ich kann an vielen Stellen wieder ein aktives, produktives Mitglied der Gesellschaft sein, wo ich vorher immer durch Beeinträchtigungen des Körpers ausgebremst wurde. Das genieße ich, balanciere aber auch das aus. Und ich kümmere mich auch darum, mit meiner Erkenntnisfähigkeit immer mehr zu lernen, was da eigentlich in mir geschehen ist, und versuche, die Materie zu durchdringen und gebe mir dabei eben auch Mühe. Drittens im Kontaktbereich. Ich pflege Beziehungen zu Menschen. Ja, das habe ich vorher auch schon viel getan, das wisst ihr ja. Aber in diesem Bereich ist natürlich dazu gekommen, dass ich aktiv eine Selbsthilfegruppe besuche, dass ich mich mit Menschen umgebe, die ebenfalls Adipositas haben und mich mit ihnen besonders über Dinge austausche, die nur wir verstehen. Ja, zweimal im Monat leibhaftige Treffen und täglich per WhatsApp, Facebook etc. Kontakt zu Menschen. Und viertens schließlich der Bereich Fantasie, Sinn, Zukunft. Ja, ich begreife persönlich, ja, ich habe es ja zu Anfang gesagt, dass ich Diplom-Theologe bin, Eventpastor. Ich begreife persönlich die Magen-Bypass-Operation als ein Geschenk Gottes, mit dem er mir noch ein paar mehr Jahre in dieser Welt schenkt, als Durchlauferhitzer seiner Liebe. Und ich nehme mir jeden Morgen Zeit, ihm dafür zu danken. Wir hatten das gerade in der Kleingruppe, John Okoro war auch dabei, und wir haben über das Grounding gesprochen. Beim Aufwachen den Körper zu berühren und Gott dankbar zu sein dafür, dass man lebt, dass das Blut durch die Adern zirkuliert, dass man keine Schmerzen empfindet, oder wenn man Schmerzen empfindet, zu sagen, hilf mir an diesem Bereich, oder eben diesen Bereich besonders zu loben, hatte John vorgeschlagen. Ne? Auch das habe ich natürlich schon vor der OP intensiv getan. Die Birgit hatte ja erzählt, dass wir uns kennengelernt haben, schon als ich 16 war. Und seitdem machen wir das. Ja. Ich habe das also auch schon als Dicker getan, die spirituelle Dimension Fett zu genießen und durch mich hindurch fließen zu lassen, sodass auch andere daran teilhaben können. Aber jetzt eben noch einmal in einer anderen Dimension. Und ich achte darauf, dass alle vier Bereiche jetzt gut verteilt sind, und habe dadurch die berechtigte Hoffnung, in der Zukunft mit meiner Krankheit Adipositas gut leben zu können, bis zum Übergang in die andere Welt. Das war's, was ich euch kurz in meinem Impuls weitergeben wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, das hast du super gemacht. Ja, vielen Dank, lieber Mick.